In all den Jahren, in denen ich die Vereinigten Staaten besucht habe, habe ich mir nie die Grippe eingefangen, wenn sie überall umherwütet. Heutzutage wurden Studien an der Harvard Medical School durchgeführt, um zu zeigen, wie dieser einfache Prozess dein Immunsystem stärkt. Wenn du diese Dinge tust, kannst du eine erhebliche Stärkung deines Immunsystems beobachten. Schwarzer Sesam, sehr reich an Antioxidantien, reiche Quelle von Eisen, Kupfer, Zink und Vitamin B und Foliaten, Vitamin E und all diese Dinge. Nun, ich betrachte Dinge nicht auf diese Weise, aber schwarzer Sesam hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, vor allem auf meinen Trekkingtouren. Ich wanderte alleine. Der geröstete schwarze Sesam hielt mich lebendig und aktiv und energiegeladen. Außerdem wirkt es Wunder für deine Knorpel- und Knochengelenke, fördert die Herzgesundheit. Und er ist Teil der südindischen Tradition. Während der Winterzeit, wenn die Haut dazu neigt, aufzubrechen, wegen der Kälte und der Hitze in Südindien zur gleichen Zeit, wir verzehren Sesam zu dieser Zeit. Es gibt eine ganze Tradition, vor allem in Karnataka, wo jeder Sesam mit der Familie des anderen teilt, als Ermutigung, um Sesamsamen zu verzehren, denn es ist gut für die Gesundheit der Haut, von innen nach außen. Und außerdem, Sesam ist auch sehr reich an Eisen. Diejenigen von euch, die anämisch sind, besonders für Frauen, Sesam ist eine sehr gute Sache zum Essen. Es unterstützt auch junge Frauen und macht ihren Eisprungprozess viel gesünder. Die Pferdebohne ist einzigartig unter den Linsen. Sie ist die proteinreichste Linse der Welt. Sie ist sehr leistungsstark. Nun, das ist, warum Rennpferde mit dieser Bohne gefüttert werden, die heutzutage Pferdebohne genannt wird. Auf dem Markt wird sie unglücklicherweise Pferdebohne genannt. Man nennt sie Kollo in Tamil und Huruli in anderen Sprachen. Ulaulu in Telugu. Also, das ist eine sehr gute Sache. Es ist gut, sie sprießen zu lassen. Wenn du sie sprießen lässt, kannst du sie viel leichter verdauen. Du kannst sie in einer Schale in deinem Zimmer aufbewahren. Nimm ein weißes Tuch, lege sie hinein, lasse sie etwa 6 bis 8 Stunden im Wasser einweichen. Dann binde sie in ein Tuch und halte es geschlossen. In etwa 3 Tagen wird sie sprießen. Wenn sie gekeimt ist, kannst du sie einfach roh essen. Wenn es etwas mehr als 1 Zentimeter aus dem Samen herausgekommen ist, kann man es roh essen. Man muss viel kauen und essen. Man kaut sie und isst sie. Es ist sehr gut. Nun, das wird die Wärme im Körper erhöhen. Heute ist die Sonne aufgegangen. Wenn du heute Kollu trinkst oder Kollu isst und du zu viel Hitze spürst, dann musst du das ausgleichen, indem du Mungbohnen isst. Gekeimte Mungbohnen werden das System kühlen. Übermäßige Hitze erkennst du daran. Du wirst merken, dass deine Augäpfel heiß sind oder du möchtest pinkeln gehen. Du möchtest pinkeln, es ist voll, aber es kommt nichts raus, es schmerzt. Das bedeutet, es gibt übermäßige Hitze. Wenn so etwas passiert, trinkst du einfach etwas Wachskürbissaft oder isst ein paar Mungbohnen oder nimmst etwas Rizinusöl und trägst es auf. Du weißt schon, entweder innerhalb des Nabels oder auf das Anahata, Vishuddhi, diese Stelle und diese beiden Punkte hinter den Ohren. Wenn du es aufträgst, sofort, innerhalb von 5 Minuten, wird das System abkühlen. Geh auf die Toilette, alles wird ohne Anstrengung geschehen. Sich nur bewusst zu sein, wie viel von was. Was der Körper heute braucht, das ist es, was du tust. In all den Jahren, in denen ich die Vereinigten Staaten besucht habe, habe ich mir nie eine Grippe eingefangen, wenn sie überall umherwütet. Es ist ganz einfach. Heißes Wasser, ein wenig Honig, ein wenig Kurkuma und wenn möglich, mach etwas Minze oder Koriander rein, nur ein bisschen. Und wenn du es alle 3 Stunden trinkst, Infektionen der Atemwege werden dir nicht passieren, weil all diese Infektionen sich zuerst in deinem Rachen einnisten und dann in die Atemwege gelangen. Aber wenn du diese Substanzen trinkst, warmes Wasser mit Honig, Kurkuma und Koriander oder Minze,
dann geht das in den Magen und dort sind sie nicht sehr wirksam. Sie können bei dir nicht viel Schaden anrichten. Es hat mir geholfen bei, von denen, ich erzähle dir nur Großmutterkram, keine medizinischen Sachen, okay? Aber es hat funktioniert. Es hat für meine Großmutter funktioniert, es hat für mich funktioniert. Wenn du Stachelbeere oder die Amla oder die Nalikai über Nacht in Honig einweichst, zusammen mit etwas gebrochenem Pfeffer, schwarzem Pfeffer oder grünem Pfeffer für, ich meine für diejenigen unter euch, die in anderen Ländern leben, grüner Pfeffer bedeutet nicht Chili. Wir meinen den rohen Pfeffer, das Pfefferkorn, wenn es roh ist, den du in den meisten Teilen der Welt nicht gesehen hast. Hier ist es üblich für uns, es ist verfügbar. Also weiche es in Honig ein und jeden Tag etwa 3 Löffel, 3-mal am Tag. Es funktioniert am besten, all diese Dinge funktionieren am besten, wenn du einen leeren Magen hast. Das ist das Erste, das du zu dir nimmst. Wenn du diese Dinge tust, kannst du eine signifikante Stärkung des Immunsystems beobachten. Ich würde sagen, in 4 bis 8 Wochen kannst du eine signifikante Verbesserung deines Immunsystems beobachten. Heutzutage wurden Studien durchgeführt in Harvard, Harvard Medical School, um zu zeigen, wie dieser simple Prozess namens Simha Kriya dein Immunsystem stärkt und ebenso deine Lungenkapazität verbessert. Und definitiv die Art und Weise, wie die Sauerstoffverteilung im System abläuft, verändert. Dies ist eine Art Prozess. Eine Sache ist, dass es das Immunsystem stärkt. Eine weitere Sache ist, es involviert den Atem auf eine bestimmte Weise. Angenommen, du fängst heute damit an. Nach einer Woche, wenn du Schwierigkeiten bei der Ausführung hast, weißt du ganz genau, dass du etwas mit den Atemwegen hast, sogar noch bevor andere Symptome auftauchen. Noch vor anderen Symptomen, die du normalerweise medizinisch erkennst, sogar davor wirst du bemerken, dass du nicht in der Lage bist, die Übung zu machen, sobald es irgendeine Art von Atemwegsursache gibt. Wenn du die Übungen jeden Tag machst, 2-mal am Tag, wird es dein Immunsystem stärken. Aber zur gleichen Zeit wird es dir sagen, es ist wie ein Messgerät. Wenn du es eines Tages plötzlich nicht mehr tun kannst, weißt du, dass etwas falsch mit der Funktion deines Atmungssystems ist.